Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin einkaufen. Ja, das ist jetzt eigentlich ehrlich gesagt ein echt richtig kurzes, knappes Odin einkaufen, weil ich habe hier nur ein paar Produkte und davon sind auch nur zwei richtig gekauft und drei halt mit Punkten und ein bisschen Geld. Ich habe mir bei Penny, weil wir nochmal Hefte voll gekriegt haben, nochmal drei Sachen gekauft. Für 1,99 40 mal 80 Kissen, zwei Stück. Für 6,99 oder 7,99, das weiß ich jetzt aus dem Kopf gar nicht. Einmal Bettwäsche. Einfach entweder so grau-weiß oder wenn man es dreht in weiß-grau. Mit einer Bettdecke 135 mal 200 und einem Kopfkissen 80 mal 80. Und dafür halt das passende dazu. Ja, das unten, das hat halt passt. Ja. Und das halt zweimal, dass ich zwei Bettdecken und zwei Kopfkissen habe, weil ich habe ja ein großes Bett und da sind zwei Bettbezüge logischerweise drauf. Also habe ich das zweimal. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen. Hast du doch vom letzten Odima shoppen und in dem davor auch gezeigt? Ja, wir haben diese Bettwäsche jetzt insgesamt, also nur die Bettdecke, also. Ich nehme mal jetzt nur ein Paket. Von diesen Paketen. Beziehungsweise eine Bettdecke und ein Kopfkissen. Hoppala. So. Dieses haben wir insgesamt jetzt gekauft. 4, 5, 6, 7 Mal. Jetzt fragt ihr euch, was? 7 Mal? Hä? Wieso denn das? Ja. Zweimal ja für mich. Dann zweimal für meine Frau. Die hat ja auch zwei Bettzeiten, oder? Einmal für meine große Tochter, weil die es unbedingt auch wollte. Und jetzt noch zweimal für mich, weil es preisgünstig ist. Für 7 Euro, man kriegt mal schon vernünftig verarbeiteten Bezug für 7 Euro. Dann diese, die hat meine Frau nicht. Da haben wir ein Paket, habe ich mir für mich gekauft. Dann habe ich nochmal ein Paket gekauft, gehabt, so Vorserve. Das ist jetzt mein drittes Paket, glaube ich. Und ein Paket für Josie, also vier Pakete davon. Und wenn nochmal ein Heft voll werden sollte, jetzt kostet nur 1,99, kaufe ich nochmal so ein Ding, dass Josie auch noch welche auf Reserve hat. Da haben wir, und dann war dann erstmal mit Penny einkaufen. Penny ist mir zu teuer geworden. Das Einzige, was bei Penny geil ist, was meiner Frau da super schmeckt, ist halt dieses High-Protein-Eis, was sie bei unserem Penny hier kaum haben. Irgendwie sind die Regale ständig leer. Aber dafür können die Angestellten nicht. Die Angestellten sind total lieb und total süß da. Also da kannst du nichts meckern. Aber die Preisgestaltung von Penny finde ich halt für den Arsch. Und ich weiß nicht, also da gehen wir lieber zu Lidl. So, dann habe ich noch was gekauft und zwar gestern Abend bestellt. Heute kommen, Gott sei Dank. Zwei Sachen habe ich bestellt. Ich wollte eigentlich nur eine Sache bestellen, habe mich dann umentschieden, habe zwei Sachen bestellt, weil mein Handy, das Xiaomi 11T Pro, werde ich noch eine Weile benutzen, weil die haben bei Vodafone, ich habe jetzt meinen Vertrag verlängert. Ich soll wohl angeblich jetzt demnächst ohne Handy. Soll ich wohl angeblich nur 29 Euro bezahlen. Beim ersten Mal noch 49 jetzt oder irgendwie eine 40 Watt. Wegen Überschneidung und keine Ahnung was. Und danach soll es bei 29. Ich warte jetzt erstmal ab. Ob das wirklich so stimmt, wenn ich gehe auf die Barrikaden. Und dann soll ich mir ein Handy aussuchen können und auch wieder auch Rabatt kriegen können. Weil momentan, wo ich meinen verlängert habe, war das nicht möglich. Aber ich habe dafür doppelte Datenvolumen. Ich habe 70 Gigabyte. Brauche ich nicht. Das ist viel zu viel für mich. Aber ich hab's. Ja, und ich wollte eigentlich dann so eine Family-Karte noch holen für meine Tochter und ihr dann halt so 10, 20 Gigabyte überschreiben. Gibt es nicht mehr, machen sie nicht mehr. Gibt ja nur noch andere Tarife, wo entweder gleich 3 Gigabyte oder so mit bei sind oder 5. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf. Man kann aber nicht mehr überschreiben. Ja, das ist schade. Ich habe auf sowas gehofft und deswegen wollte ich ja jetzt schnell verlängern mit diesem doppelten Datenvolumen jetzt. Naja,
Sonst hätte ich ja noch eine Weile warten können, bis ich oben gleichzeitig ein Handy dazu kriege. Naja, ist egal. Werden wir testen. Wenn ich jetzt kein neues Handy vergünstigt, ich will wieder ein Xiaomi haben. Ist ja aber nicht mehr da. Ich wollte das 12T Pro haben. Bei Vodafone nicht mehr da ist. Und das normale Redmi, normale Mi, nee, Red, keine Ahnung was. Und das 13, ganz normale 13 ist da. Ist mir aber zu teuer, der 13. Zeige euch so, wie es ist. Aber im Dezember soll wohl, wenn wir Glück haben, die neuen Xiaomi-Geräte kommen. Vielleicht werden die alten dann was billiger. Dass ich der 13er dann für den Preis, was vorher der 12er gekostet habe, dann hole ich mir der 13er. Aber für die Preise, was da momentan ist, was ich dann zusätzlich zu meiner Vertragsverlängerung bezahlen muss, na, sehe ich nicht ein. Das ist mir einfach zu fette. Ich bin doch, Moses, wächst mir Moses auf den Buckel? Nee. Aber egal. So, ich habe mir einmal Panzerglas neues gekauft. H9 mit einem Rahmen. Das werden wir auch in einem Video zusammen anbauen. Weil meine Frau jetzt immer viel arbeiten ist, hat 2 € mehr gekostet als ohne was. Ja? Weil das gibt es halt auch einfach normales Panzerglas, warte, so wie hier, drauf, fertig. Gibt es halt mit Kamera ausgeschnitten, ohne Kamera ausgeschnitten. Hier ist halt die Kamera nicht ausgeschnitten, wie ihr seht, da oben. Ja. Hier soll sie wohl ausgeschnitten sein, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls hat das anstatt 9 € noch was, 11 € noch was gekostet. Hat aber den Vorteil. Ich kann es selber anbringen. Die muss alle meine Frau machen. Ich bring kein Panzerglas bei mir selber an. Ich habe viel zu sehr tatterig. Ich krieg das nie hin. Bin doch nicht blöde. Schaffe ich nicht. Das ist schief. Sieht kacke aus. Nee, das macht alles meine Frau. An der Switch. Für das Autoradio muss ich es noch kaufen. Alle meine Handys. Mutters Handy. Tochters Handy. Ihr eigenes Handy. Überall macht meine Frau das Panzerglas an. Überall. Weil die hat kein Tatterich. Die macht das gut. So, und dann habe ich mir, weil meine Hülle, seht ihr ja, die ist jetzt in die Jahre gekommen. Ist jetzt auch schon 2 Jahre alt. Die war eigentlich mal durchsichtig. Vielleicht kriege ich sie auch noch mal durchsichtig hin. Ich hau sie mal in die Geschirrspüler mit drin, mal gucken, was passiert. Ja, also vielleicht wird es ja noch mal. Aber ich habe mir auch eine neue Hülle geholt. Die zeige ich euch gleich mal. Ja, die ist halt etwas dicker, schwarzes Gummi. Ja, hat dann aber auch hier, ja, zum Hinstellen, kann ich den hinstellen. Und hier ist ein Magnet. Das ist ein Magnet. Ich habe das nur deswegen geholt. Ich fand den Style ganz cool. Und ich habe es nur wegen dem Magnet geholt. Weil dann kann ich mein Handy, wenn ich das hier drin habe, ich habe ja hier ein Magnet dran, ne? So, kann ich immer noch an den Magnet vom Auto machen. Für die Handyhalterung. Gedacht, oder halt auch, wenn ich im Fitnessstudio bin. Ne? An die Trinkflasche. Tada! Super. Gute Erfindung. Aber dazu mache ich dann nachher nochmal ein Video, wenn wir uns das alles angucken werden und auch die alte Hülle angucken werden. Und hier, wie gesagt, das Panzerglas und das muss man dann halt rufliegen. Muss man erstmal sauber machen und dann rufliegen und dann soll das wohl halten. Da mache ich auch ein Video zu. Dann könnt ihr mal sehen, wie dusselig ich mich beim ersten Mal anstelle. Obwohl, beziehungsweise hier soll das wohl alles easy sein. Ohne dass man irgendwie, ja, ohne dass man sich vertun kann, also wirklich auch für Dussel geeignet, also auch für mich. Und da bin ich mal gespannt. Bin ich mal sehr, sehr gespannt. Die Hülle hat auch nur 11 gekostet, glaube ich. Hat beides irgendwie 11 noch was gekostet. Und dann habe ich noch einen USB-Stick gekauft. Der ist aber jetzt noch nicht mitgekommen. Der kommt erst in einer Woche oder 2 Wochen. Den habe ich gesehen, wo ich das bestellt habe, stand dann unten wieder da. Ihr wisst ja, haben auch Kunden gekauft zu empfehlen oder so. Da habe ich dann noch für 4 Euro. Oder 3 Euro? Nee, 4,65 €, 4,50 €. Keine Ahnung. 65 GB Stick gefunden. Oder 64 GB Stick. Nimmst du mit. Für 3, 4 Euro. Kannst du nichts verkehrt machen. Brauch sowieso noch einen großen für das Auto. Habe ich nur einen drin. Ich habe 2 USB. Also. Kann ich noch einen zweiten ranmachen, kann ich verschiedene Diskografien raufpacken und habe die wichtigste Musik dann immer dabei. So. Dann soll es jetzt für Odiwa Shoppen gewesen sein. Ich werde euch die Sachen alle verlinken, außer die Bettwäsche kann ich euch nicht verlinken. Die gibt es dann bald nicht mehr bei Penny. Das ist jetzt der letzte Monat.
Aber die beiden Sachen werde ich euch verlinken. Ich werde euch auch mal verlinken. Ich habe für meine Mutter jetzt auch eine, die hat es aber schon da, eine Hülle mit so Schmetterlingsmotiv und Katzen geholt. Die werde ich euch mal in die Videobeschreibung verlinken. Und Panzerglas habe ich für meine Mutter auch geholt für ihr neues Handy. Die hattet, Redmi Note 12 5G, glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher. Und wir haben zwei Hüllen bestellt. Einmal für das normale, nee, für Pro und einmal für. Oder sie hatte Pro? Ich weiß es jetzt nicht. Jedenfalls, die zweite Hülle kam jetzt an. Die hat ewig gedauert, bis die hier war, weil hat mein großes 7 Euro Versand bezahlt. 6 Euro noch hat die Hülle, 7 Euro Versand. Kam aus China, weil ich den Händler kontaktiert habe und der hat gesagt, ja, nehme ich, wenn das wirklich der Wunsch ist, nehme ich das mit auf. Ich sage, mach, ich zahle auch, wenn mehr Versand ist, ist okay, zahle ich halt mehr Versand, wenn die Hülle dafür den gleich günstiger ist, dass man halt nicht mehr bezahlt. Weil die andere hat 14 noch was gekostet, Prime-Versand, jetzt bin ich auch bei 14 noch was, wo ich 6 Euro noch was bezahle und 7 noch was oder bezahlt habe. Und Panzerglas und da habe ich auch gleich eine Packung geholt. Panzerglas für vorne und gleichzeitig für hinten, für die Kamera. Hier soll übrigens auch bei diesem hier Panzerglas für vorne sein. Hinten eine Carbonfolie zum Schutz, weil ich ist ja hier hinten. Irgendwas quatscht Alexa gerade in. Irgendwann hat die Amazon in der Küche gerade Quatsch. Keine Ahnung, irgendwann mit Panzerglas. Jedenfalls für vorne, für hinten eine Carbonfolie, durchsichtig oder sowas. Und für die Kamera soll was mit bei sein und für die Kamera außenrum. Ja, also da bin ich mal gespannt, weil ich habe ja jetzt hier nur. Kann man nicht sehen. Ich habe ja hier hinten auch Panzerglas drauf, aber hier soll dann halt für außenrum hier komplett, also dass das hier auch geschützt ist und nicht zerkratzen kann. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal sehr gespannt. So, aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen werden und Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.